So, jetzt können wir wieder hier ab ins Game rein. So, was haben wir denn hier jetzt? Catacombs, das ist also schon mal die schwerere Ebene. Meiner Meinung nach, ne? Oh, nein, ich hätte... Oh, das war dumm. Genauso wie das hier alles. Warum gehe ich eigentlich nicht raus? Ich bin auch schlau. Man kann die Viecher ja einfach holen, sozusagen. Also holen im gewissen Sinne, ne? Rausgehen, wieder reingehen und zack. Schon kann ich an diesem Automaten spielen, denn ja, es können gute Sachen rauskommen. Und besonders Seelenherzen können da rauskommen. Oder gar nichts. Gar nichts ist aber selten. Stay asleep. Ach man. Look to the Luna. Question authority. Think for yourself. Ask again and we'll die alone. Oder we'll die one day. Na super, danke. Zack, 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 zack. Danke. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ist der gut. Immer her damit. Ja, den Schlüssel würde ich gerne hier verwenden. Geht er nicht? Das war jetzt schon alleine ganz schön knapp. Was? Nein! Komm! Das waren nur noch zwei verdammte Gegner. Komm her, ha? Stirb. Ja, ja, ich wusste schon, du kommst her. Keine Sorge. So, jetzt seid ihr auch alle fertig. Genau. Ach, Moment, ich muss mir gerade kratzen. Oh. Und weg. Eine Bombe. Die heben wir uns allerdings auf. Dürfte doch besser sein. Und nein, du schießt noch nicht. Und du schießt jetzt auch nicht mehr. Es ist immer schwierig, sich zu richtig zu postieren. Ah, Pretty Fly. Sehr gut. Dieser Raum ist ja besonders schwer gehalten. Und es gibt Geld für uns an einer Ecke, an der wir gar nichts kriegen können. Danke sehr. Aber wir schauen mal gerne hier in die Kiste hinein. Ah, Tammy's Head. Das bringt uns auf Dauer schon mal ein bisschen mehr. Ist jetzt nicht das Beste, das weiß man ja. Aber immerhin etwas, das auch Schaden macht. Das dürfte uns beim Bossfight auf jeden Fall was bringen, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls mal, sagen wir es mal so. Komm her. Danke. Und was gibt's hier unten drinne? Ah, nichts Besonderes, dafür opfere ich nicht ein Leben. Das war jetzt echt knapp. So eine Raumkonstellation in dieser Situation ist echt zum Kotzen. Nein, 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 nein. Gott. Zwei farbige, also zwei bunte Gegner. Komm her, komm her. Gut, zwei Bomben für uns. Damit könnten wir uns schon mal hier oben das Geld holen. Dann würde ich nämlich gerne nochmal dem Automaten spielen. Ich brauche da, ich brauche langsam ein gutes Trinket und alles mögliche. Ich brauche einfach nur gute Sachen langsam. Hui, das war knapp. Uiuiui, toll. Bombe. Ich würde glatt behaupten, das wird noch eine sehr lustige Runde hier. Aber hey, immerhin lebe ich noch und habe 7 Leben. Das ist doch schon mal sehr praktisch. Gut, wenn uns das Ding hier nicht viel gibt, dann wird es gesprengt. Außerdem hatten wir den Goldraum noch gar nicht, sehe ich gerade so. Give up. Okay. Give up. Okay. You will die alone. Okay. Steven Live. Yes, Red Patch bringt uns kaum was, aber egal. Goodbye. Danke, kriegt man eine Münze raus, wo man, keine Ahnung, 15 reingesteckt hat. Hier gibt es immer eine Bombe mehr. Ah, da kriege ich Schaden, wollte ich gerade sagen. Ich bin schlau. Ja, bin ich. Nicht. So, jetzt hätte ich gerne mal den Goldraum.
Das war dumm, jetzt kann ich nämlich nicht mehr beim Boss benutzen. Ich bin so schlau, dass es schon wieder wehtut, wie man mir beim Spielen zuguckt. Komm her, komm her, komm her, komm. Ja, gut. Ace of Spades dürfte uns mehr bringen. Ach, Timmy's Head ist nach einem Raum wieder aufgeladen. Das ist gut. Werden wir auch behalten, denn dieses Space-Item brauchen wir nicht. Ach man, das ist jetzt wieder blöd. Aber egal. Ab zum Boss. Mit unserem Leben ist das ja sowieso klar, dass wir da vollkommen alles wegmetzeln und total gewinnen. Aber es kann ja immer noch wieder was Besonderes passieren. Los geht's. Los, 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 los. Wen haben wir denn? Pestilenz! Scheiße, ich bin gefangen! Ich hätte gern die Tarotkarte, aber ich komme nicht dran. Ich müsste vielleicht erstmal den Gegner angreifen hier. Two of Diamonds, ja, das bringt mir jetzt so überhaupt nichts, danke. Ach, ich werde ja stärker, auch wenn der seine Leute zerstört. Das ist ja geil. Das ist ja mehr praktisch als sonst was. Ausweichen. Und drauf. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja komm, mach deine eigenen Leute kaputt. Das kommt mir sehr recht. Komm schon, den kriegen wir doch noch fertig hier mit einem halben Herz. Das wäre doch eine geile Sache. Yes, das ist doch schön. So soll das sein. Gut, Two of Diamonds heben wir uns mal auf. Das brauchen wir jetzt gerade nicht benutzen. Ey, wir haben es eben immerhin schon in Caves 2 geschafft. Ah, aber hier wird es nicht einfacher. Gut. Ausweichen! So, den Stein hier werden wir auf jeden Fall sprengen, wollte ich gerade sagen. Denn die Kiste machen wir auch gerne auf. Ein Health Up. Naja, wenigstens etwas, ne? Man sollte sich ja nicht darüber beschweren. Immerhin ein weiteres Herz, das werden wir hoffentlich auch nicht vergeuden. Zack. Also, ich muss sagen, es bringt einem schon mehr Tammy's Head. Das muss man schon ganz klar sagen. Besonders in solchen Räumen. Einfach dadurch, dass man manchmal doch kleine Probleme haben könnte. Was kriegen wir? Noch eine Tarotkarte. Tür of Spades. 4 Schlüssel. Sehr gut. Gut, dass ich denn einen erst aufgesammelt hatte, denn ich war mir nicht mehr sicher, was ist. Hi, Jungs. Ich würde ja gern mit euch spielen, aber irgendwie habe ich dazu heute keine Lust. Außerdem sind wir gegen viele Schüsse sowas von resistent, weil wir gerade ein perfektes Schutzschild um uns rum haben. Was gibt's hier? 2 Schlüssel, sehr gut. In den Shop brauchen wir gar nicht erst gucken. Aber den güldenen Raum hätte ich natürlich wieder liebend gerne. Wer weiß, ob da nicht was sehr Schönes drin ist. Ach, verdammt. Wäre ja fast gut gegangen, muss ich sagen. Okay, das war ganz schön knapp. Jetzt kommst du noch dazu, das habe ich mir schon gedacht. Aber dich mache ich fertig wie sonst was. Klar, wir haben ja auch rote Tränen und sind sehr stark. 3 Münzen. Den kleinen Kollegen hier werden wir nichts geben. Was gibt's denn hier? Gleich mal Tammy's Head verwenden. So, okay, okay, okay. Also es bringt doch wirklich viel für uns. Judgment. Den kleinen Kollegen werden wir natürlich benutzen, und zwar auch mit 6 Münzen. Er gibt uns eine Bombe, das ist schon mal gut. Der Tarotkarte ist auch gut. Die Empress und Dogfood. Mensch, der Kleine hat uns geholfen. Die Empress werde ich mir aufheben bis zum Mutti. Eher gesagt bis zum Boss. Denn wir wissen ja, mit The Empress haben wir die Möglichkeit, uns für einen Raum stärker zu machen. Und das ist für uns, glaube ich, auch von Vorteil. Ein Schlüssel für uns. Und hier ist ja auch der goldene Raum, sehe ich gerade. Was gibt's für uns? Ach, noch ein Health Up. Sehr gut.
A Bucket of Lard wäre jetzt sehr praktisch, denn da würden wir zwei Herzen bekommen. Aber naja, wir dürfen ja nicht zu viel verlangen. Hier ist sonst nichts mehr. Gut. Dann schauen wir doch mal nach links, denn jetzt geht's ab zum Boss. Wir haben ja alles auf dieser Ebene gefunden, soweit ich das haben will. Ausweichen. Leider nur einen erwischt, schade. Aber hey, es gibt ja noch genug Viecher, die man hier töten kann. Man siehe gerade eben. Ui! So, jetzt du noch. Danke. Wird wieder aufgeladen. Einmal ein bisschen Schaden gemacht an alle. Hm, manchmal halten sie doch etwas mehr aus, als man denkt. Aber wir machen gerade auch noch keinen Schaden. Jetzt schon. Cool. Eine Bombe für uns. Praktisch. Zwei schon mal gekillt gleich am Anfang. Sehr gut. Dann kann der Rest auch noch weg. Ja doch, Tammy's Head ist doch praktisch. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Sonst wären wir schon in einigen Räumen nicht so gut dran gewesen. Und das ist sehr gut. Hier brauchen wir das gar nicht erst benutzen. Das brauche ich gar nicht kaputt machen. Los geht's! Wen haben wir? Gertie! Das ist natürlich auch nicht so praktisch, dass wir größer geworden sind. Ganz ehrlich, das ist gar nicht gut. Außerdem muss ich hier erstmal die ganzen Gegner zerstören, denn dadurch kriege ich ja immer mehr Leben. Oder beziehungsweise mehr Kraft. So, jetzt müsste ich voll gepowert sein. Oh, hier spackt gerade das ganze Zeug ein bisschen rum. Da hatte ich Glück. Und das war's mit Gertie. Yes, sehr gut. War doch gut, dass ich mir die Empress aufgehoben habe. Bisschen mehr Leben. Was gibt's denn hier oben? Krampus, die alte Sau. Gibt's ja nicht. Und wir können hier, wir kriegen hier auf jeden Fall nicht mehr Schaden. Schade, das ist blöd. Ich versuche das gerade mit Bomben. Weil ich doch mit den Bomben mehr Schaden machen kann. Okay, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Das ist nicht gut. Schieß, 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 schieß. Wird aggro, genau. Wird aggro. Nein, ui, nicht aggro werden. Das war jetzt gerade nicht so praktisch für mich. Na komm her. Na komm her. Schieß. Ja, genau. Schieß, 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 schieß. Ja, genau. Ja, genau. Ach, verdammt, wie ich wurde getroffen. Nein, ui, 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 ui. Moment, Moment. So geht das aber nicht. Besonders, ich werde jetzt nicht mehr sterben, weil ich habe jetzt schon den Typen fast gekillt. Mit kaum wirklich Angriffsstärke. So, geht doch. Haben jetzt allerdings auch zwei Herzen, glaube ich, verloren. Das ist nicht so praktisch. Aber wir gehen mal weiter. Oh, wir sind immerhin schon The Death One. Wir müssen ja nur den Womp überstehen. Also es wird interessant. Sehe ich das gerade richtig? Wir haben eine Riesenebene, das heißt, wir haben zwei Bosse am Ende. Ach du. Meine Güte. Jetzt auch noch die Gegner hier. Ich kann kotzen. Ich mag die nämlich nicht. Ja, kommt mal her. Ach, ich laufe noch rein, klar. Ja, komm, ich, das ist doch... Ich kann mich auch nicht wirklich frei bewegen. Das ist das größte Problem meiner ganzen Geschichte hier. Komm her. Ja. Jetzt noch du. Gut. Pille, was machst du? I found pills. Awesome. Erstmal würde ich gerne diesen Kollegen hier erledigen. Oder generell die Gehirne.
Ja, spuck nicht so weiter. Ich mach dich eh fertig. Und du bist auch weg. Hier muss ich mich jetzt generell ein bisschen mehr konzentrieren. Das macht die ganze Sache ja nicht wirklich einfacher. Für mich generell. Kommentieren ist ja dann eh dabei immer so eine Sache. Und hier bei solcher Challenge, bei einer solchen Challenge wird es ja immer noch schwerer. So, was haben wir hier? Okay, kaum was erwischt, egal. Erstmal die Viecher. Oh, Achtung, auf die Fliege aufpassen. Jetzt machen wir schon mal ordentlichen Schaden, das ist gut. Bombenflieger erwischt, das macht noch mehr Schaden. Für die anderen sogar und für mich halt noch mehr. Das macht den anderen mehr Schaden und ich bekomme mehr Schaden, so wollte ich das sagen. Und weg damit. Gut, was gibt's denn noch hier? Ach, zwei bunte auch noch. Was? Ach, ich habe nicht drauf geachtet, ich habe nicht genug Leben. Ach, verdammt. Okay, hier kann ich es ja noch überleben. Hier gehe ich mal ein bisschen auf Distanz, damit ich mehr Schaden mache. Generell mehr Schaden mache. So, und jetzt hau ich rein. Das überleben die mit Sicherheit nicht. Und, ach, hier unten kann ich doch noch mal anders rangehen an die Sache. Anstatt den rauslassen zu können, mache ich es eben so, genau. Nix für uns. Super Pride! Klar, ist ja nicht so, als wäre das schon schwer genug hier.